So, liebe Leute, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberian Conflict Remastered Edition auf Seiten der GDI Nachholmission. Und genau, wir sind nach wie vor bei Mission 5, allerdings eine andere Ausprägung. Und ja, müssen jetzt hier nach wie vor bald wieder die Notbasis platt machen. Ich verkaufe erstmal so ein paar Sachen, weil Mannequin werde ich nicht bauen, definitiv nicht. Und ja, dann gehen wir das mal weiter an hier. So, Kraftwerk kann ich wahrscheinlich auch eins verkaufen. Ja, sehr gut. Und wir sind jetzt mittlerweile in Deutschland angekommen in Mission 5. Nicht mehr in Russland oder Ukraine oder sonst was. Und wir waren beim letzten Mal dabei, die Karte zu erkunden. Da würde ich sagen, mache ich das einfach mal weiter mit meinem Jeep. Da ist ein Bauhof in der Ecke. Geil, okay. Den könnte ich von einem Hinterhalt aus angreifen. Aber ich glaube, fahr erstmal rein. Dann sehen wir zumindest erstmal, was hier Sache ist. Naja, die Basis ist schon nicht gerade klein, ne? Einiges an Silos, Panzer, einiges an wenigen Raketentürme, beziehungsweise Verteidigungstürme. Und einiges an... Ja, ein Gummipanzer hat er noch. Wisst ihr was? Ich versuch das jetzt. Ist mir kackegal. Mir fällt gerade was auf. Ich habe keinen Radar. Was soll das denn? Ich habe keinen Radar. Tatsächlich. Ich habe tatsächlich keinen Radar, Leute. Fällt mir jetzt erst auf, ne? Ja. Fällt mir spät auf. So, auf den Sammler los. Auf den Sammler los und dann kommt er schön mit seinen ganzen Einheiten an. Dann können wir die schön platt machen. Sehr gut. Und bam. Sehr schön. Der wollte gerade überfahren, aber nix da. So. Und das schön meine Kampfpanzer in Ruhe. Ja, danke. So. Solange er meine Panzer in Ruhe lässt, ist alles gut. So. Ja, da kommen dann... Nein. Okay. Nein, 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 nein. Raus da. Raus. Bababum. So, liebe Leute, dann ziehe ich mir noch hier meine vier nächsten Jeeps hoch. Und ja, da freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Beim guten alten Command & Conquer Remaster. Wie wir jetzt hier die Nordbasis platt machen. So. Dann würde ich sagen, drauf da. Der grüne Panzer ist schon weg. Sehr gut. Und der fährt wieder außen rum, ne? Ist klar. Dann fahrt bitte hier rein und macht diese Mannequin-Fabrik platt. Die nervt nämlich. So. Macht die Mannequin-Fabrik im Arsch. Ich hab auch tatsächlich noch einen Gummipanzer, ey. Nicht zu glauben. Echt nicht zu glauben. So. Noch ein Gummipanzer. Nicht zu glauben, Leute. Na gut, okay. Und noch ein Gummipanzer hier. Jetzt wird es langsam knapp, muss ich sagen. Jetzt wird es langsam knapp. Wow. So, okay. Dann auf den Turm. Tippert die Mannequin nach? Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Wow. Wow, Leute. Definitiv was anstrengender als die andere Mission. Aber er hat kein Geld mehr, seht ihr das? Er hat kein Geld mehr. Tatsächlich. Ja, toll. Vier Jeeps und die Kohle hier unten. Ja, gut. Ich könnte mir eigentlich auch was einnehmen, aber... Ey, das ist mir zu frickelig irgendwie. Ach, ich Idiot. Ich habe mir die Silos von dem klauen können. Ah, gut. Was hat er jetzt vor? Ich habe hier ein bisschen was zum Verteidigung, ey. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was der jetzt vorhat. Aber... Jo, liebe Leute. Nach wie vor Aufnahmesession Sonntagmittag. 2:30. Zum Glück wieder kühl geworden draußen. Und der will tatsächlich... Krass. Der kommt tatsächlich angeschissen. Okay.
I'm a mechanical. I'm a mechanical man, genau. Der Mechanical Man. Jawohl, Sir. Auch ein geiles Lied eigentlich. Jawohl, Sir. Was hat der vor? Was willst du? Der kommt tatsächlich hier angekackt. Leute, schießt doch auf die Raketenwerfer. Ach, wie blöd muss man denn sein? Sachbar. Dann beweg dich mal ein bisschen. So, den kriegen wir kaputt. Sehr gut. Wie dumm muss man eigentlich sein, ne? So. Aber der hat doch eigentlich nicht mehr so viel. Der hat jetzt auch kein Geld mehr? Boah, Leute, das ist jetzt aber... Das ist jetzt aber schön zeitfressend, die Mission, muss ich sagen. Muss ich echt sagen. Ich hab mir das einnehmen können, ne? Ah, gut. Ich roll lieber mit Waffengewalt drüber. Ich weiß nicht, wie ihr das immer macht, aber ich bin so ein Freund davon. Immer schön drüber rollen. Ich versuche da schon wieder irgendwas. Okay. Haha, er hat echt keine Kohle mehr. Geil, das ist natürlich das Gute, ne? Das ist dann das Gute, ja? So, dann bau bitte weiter hier die Jeeps. So. Und, ja, liebe Leute, wie gesagt, ich hab euch ja in der vorletzten Folge schon erzählt gehabt, dass ich wirklich seit einem Jahr mittlerweile schon Quantum Conquer Remaster spiele. Oh mein Gott. Das ist natürlich schon ein geiles Jubiläum. Muss ich sagen. Und noch nie so lange ein Spiel gespielt, wirklich. So. Dann lass den gar nicht erst auf die Raffinerie schießen, weil ich habe keine Kohle zum Reparieren. Dann beweg dich mal ein bisschen. Nein! Oh. Okay. Da hat er genau auf den Falschen geschossen gerade. Ja, gut, egal. Dafür haben wir jetzt seine Einheiten weg. Ist das denn nix? Wir haben seine Einheiten weg. Und er hat seine ganze Kohle für die Mannequin ausgegeben und für die Gummipanzer, die er hier aufgebaut hat. Könnte das sogar schon reichen? Nee, ist glaube ich zu wenig, oder? 8 Jeeps sind glaube ich zu wenig, Leute. Ich glaube ja, aber wir können den schon mal ein bisschen schwächen, ja. Um möglichst hier keine Zeit zu verlieren, tatsächlich, weil ich möchte in dieser Folge schon nochmal in die nächste Missionsnummer gehen, also nicht mehr Mission 5. So, dann stell dich mal bitte... Nein! Um Gottes Willen. Nicht auf die Flak schießen. So, wir haben wieder kein Geld, aber ich lasse erstmal den Jeep hier an. Den Penner da. So, alte Grafik mal wieder. Die alte Grafik war tatsächlich so. Leute, so musste man spielen früher. Das ist doch übel, ey. Das ist doch echt übel gewesen. Machen wir es lieber so. Der eine, der schießt da auf die Flak. Ja gut, dann macht die Flak kaputt bloß. Wenn der sich entscheidet, hier nur rumzukurven, dann macht die Flak kaputt. So, und da kommt der Jeep an. So. Der Kampfbuggy von ihm. Ah, oh, sehr gut. Sehr gut, Leute. Dann macht die Raffinerie weg. Oh, ich glaube, wir könnten das sogar schon mit denen schaffen. Bin ich mir noch nicht, zwar noch nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, wir könnten das schaffen, ja. Ratatatatat. Er verkauft, okay. Er versucht zumindest zu verkaufen, aber wir machen das Gebäude immer kaputt. Dann kriegt er nämlich keine Kohle mehr. Dann kriegt er keine Kohle davon. Von dem Verkauf. Wenn er nämlich verkauft und dann wir das Gebäude kurz danach kaputt machen, ja, dann gilt das als zerstört und nicht als verkauft. So. So. Weiter geht's hier. Zack. Zack, zack. Zack. So. So. Bam. 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 Schön im Gleichschuss hier. So. Weiter geht's. Und bam. Bloß keine Kohle kriegen lassen, den Typen. So. Dann macht die Flak im Arsch. Ich würde nämlich ganz gerne... Alter. Ich würde nämlich ganz gerne den Luftangriff haben noch.
Verstärkungstruppen. So, Verstärkungstruppen. Zieh dich mal bitte nach da oben. So. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Und ja, ich muss leider erstmal alle Flachs platt machen, bevor ich meinen Luftangriff kriege. Das ist leider so. Gut, dann machen wir den Turm im Arsch. Die letzte Herausforderung hier. So. Ah, jetzt hat er nämlich Geld gekriegt. Jetzt hat er Geld gekriegt. Ja, mach den kaputt los. Mach den gemütlich platt. So. Und genau, dann können wir gleich den Luftangriff. Sehr schön, liebe Leute. Wunderbar. Und ja, dann können wir doch echt schon in die nächste Mission reingehen. Wunderbar, richtig gut. Als letztes die Waffenfabrik. Beziehungsweise Flugfeld, wie es ja bei ihm ist. Ne? So. Dann machen wir eine Pause. Was zur? Der hat Angst gehabt, wa? Der hätte eigentlich einen Panzer gekriegt, aber der hat nichts abgeworfen, der Flieger. Sehr schön. Gut, liebe Leute, Mission erfolgreich. Die Katze haben wir beim letzten Mal schon gesehen, deshalb werde ich die jetzt wegdrücken. Und, genau. Dann, liebe Leute, gehen wir raus aus Mission 5. Ich habe wieder das Doppelte von meinen Einheiten verballert. Beziehungsweise platt gemacht. Und, genau. Dann würde ich sagen, ja, gleiche Animation wie letztes Mal auch, ne? Gleiche Animation wie letztes Mal. Okay. Gut, liebe Leute, dann 1, 2, 3, 4, nur noch 6 Missionen. Okay. Dr. Möbius Mission, Leute, alles klar. Cool, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Neue Cutscene. Und Kommentare, 6 wichtige Beiträge übertragen. Boden- und Luftkämpfe zwischen Nord- und GDI-Droiden eskalierten heute, als Nord eine neue Bodenoffensive gegen die afrikanischen GDI-Truppen startete. Wohl als Reaktion auf die jüngsten Etatkürzungen bei der GDI. GDI-Sprecher dementierten erneut Gerüchte über Waffentests, an denen auch Laserkanonen im geostationären Orbit beteiligt gewesen sein sollen, die ganze Armeen in Sekunden ausrotten könnten. Exklusivfotos, die heute aus dem Weltzentrum für Tiberium-Forschung herausgeschmuggelt wurden, belegen ernsthafte ökologische Schäden in tiberiumreichen Gebieten. Ob diese ungewöhnlichen Auswirkungen auf pflanzliches Leben in irgendeinem Zusammenhang stehen mit den jüngsten Berichten über Tiberiumvergiftung bei Menschen, das bleibt abzuwarten. Und die Zahl der Toten bis jetzt, die kennt hier noch niemand. Dies ist Greg Burdett vor den Ruinen, die GDI-Terroristen übrig gelassen haben vom Santa Bianca Waisenhaus. Nun schauen Sie nicht so überrascht, Commander. Und suchen Sie nicht nach Ihrer Eva, die kann Ihnen jetzt nicht helfen. Nun, worüber wollen wir plaudern? Ihre oh so starken GDI-Truppen sind praktisch entmannt und Sie selbst stehen da als Kindermörder. Natürlich stimmt das nicht. Aber die Welt glaubt nur, was die Medien ihr zu glauben anbieten. Und ich bestimme, was die Medien glauben, ganz einfach. Ihr kleines Schusstier wird wach. Aber da ich jetzt weiß, wo Sie wohnen, Commander, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Wäre ich an Ihrer Stelle, würde ich meine letzten Stunden auf Erden damit verbringen, mich zu vergnügen. Natürlich. Sie können stattdessen auch für eine verlorene Sache kämpfen. Aber Sie wissen, es ist vorbei. Feldeinweisung unter Gefechtsbedingungen.
ernste Bedrohung der Zivilbevölkerung in Sektor 24. Innerhalb der Region Bratislava. Dieser Auftrag ist von größter taktischer Bedeutung. Zivilisten erkrankt oder sterbend. Ursache ist Tiberiumvergiftung. Dr. Möbius errichtet Feldlazarett mit Forschungsstation. Ihr Auftrag? Beschützen Sie Möbius, sein Team und die Zivilbevölkerung unter allen Umständen. Das sah ekelhaft aus, liebe Leute. Das sah echt widerlich aus. Neue Cutscenes auch. Ne, das heißt, also beziehungsweise ich habe die noch nie gesehen. Ihr habt die bestimmt schon gesehen. Wenn ihr das Tiberium-Konflikt oft durchgespielt habt. Ich habe die Mission noch nie gesehen. Und beschützen Sie Möbius und die Zivilisten. Nehmen Sie die Notkräfte in der Gegend. Wir haben auf jeden Fall eine Basis. Okay, das heißt, es könnte ein bisschen krasser werden jetzt. Okay. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine Basis. Und wir haben einen Raketenwerfer. Oh mein Gott. Wie geil. Dann wäre es jetzt aber gut zu wissen, erstmal, wo hier Tiberium ist. Und zum anderen, ja, wo die Zivilbevölkerung ist. Ja, das ist gerade ein bisschen seltsam. Da ist ein Mini-Tiberium-Feld, okay. Da ist eine Artillerie. Die kommt da eingeschissen. Was haben wir denn hier noch? So, ich brauche zumindest mal einen Fleck, wo hier mehr Tiberium ist. Ich meine... Boah, du Scheiße. Okay, da ist die Nordbasis. Das kann doch nicht sein, dass wir hier... kein Tiberiumfeld haben zum Aufbauen. Ah, hier ist eins. Hier ist was. Wartet mal. Da unten. Ach du Scheiße. Du kommst doch da. Da. Okay. Bam, sehr gut. Gut, die müssen... Ach du, nein! Nicht so schnell, Leute! Oh, nicht so schnell! Nicht so schnell, ey! Nicht so schnell! Lass mich da erstmal abwarten hier! Oh, toll! Danke, du Penner, echt! Hat er mir einen Raketenwerfer platt gemacht hier. So, dann macht den im Arsch da los. So, die Basis. Macht die Artillerie platt. Macht diese Artillerie im Arsch. Macht mich nervös da. Na gut, egal. Wo soll ich denn die Basis jetzt am besten hinbauen? Das ist echt eine scheiß Map, habe ich das Gefühl. Kacke, ey. So, immer auf den Raketenwerfer vor allem. Immer auf den Raketenwerfer. Ich muss hier echt gucken, ne, dass ich hier irgendwie
meine Basis vernünftig aufgebaut. Ah, sehr gut. Sehr gut, da ist ein Platz, Leute. Du kriegst doch wohl den Gummipanzer. wo will der Bauhof hin? Ah, okay. Da oben her. Ja, das passt doch. Ja, Leute. Da haben wir eigentlich einen Aufbauplatz hier gefunden. Wo wir unsere Basis hinbauen können. Und dann würde ich sagen, ziehe ich meine Einheiten auch damit hin. So. Und ja, liebe Leute, dann hoffe ich, wie gesagt, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Und ja, dann machen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Jetzt so langsam wird es aber auch wieder sehr, sehr, sehr heiß draußen. Ach du Scheiße, was macht er denn jetzt? Ne, ne, nix da, nix da. Vergiss es. Was hast du vor, Kollege? Nix da. Haha. So, liebe Leute, dann. Wieso Energieniveau kritisch? Hä? Okay. Na ja, gut. Jawohl, also, die Raffinerie, die kann ich dann sogar dahin. Oh nö. Kriegt ihr den Baum da weg? Kriegt ihr den Baum weg? Mach mal den Baum weg, bitte. Danke. Das geht sogar. Geil. Okay. Sehr schön. Dann Raffinerie. Das ist hier ein bisschen eng wegen diesen Bäumen, aber das passt schon. Kriegen wir schon hin. Ja. Hauptsache, wir haben Platz in der Nähe von jede Menge Tiberium. So. Und eine weitere Raffinerie direkt. Was hat der eben hier versucht? Da kommt er schon wieder mit seinem scheiß Hubschrauber. In Ordnung. Jawohl. Konstruktion fertig. In Ordnung. Was versucht? Ah, jetzt kommt er sogar. Fuck. Zum Glück verbrennen die sich selber, ey. Zum Glück verbrennen die sich selber. So, dann. Dann überfahr den. So. Zack. Sehr schön, Leute. Und ja. Bauen wir uns mal auf. Ich glaube, ich werde hier auch. Wie soll ich das machen? Ich glaube, ich werde hier auch Panzer unten aufstellen. Ne, die beiden Panzer. Die werde ich hier aufstellen. So. Damit da nichts reinkommt, sozusagen, ne? An Einheiten von den Noddies. Weil ihr seht's ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ihr seht's ja, der nutzt gerne Hubschrauber. Und Manneken. Ne? Und Flammenwerfer Manneken. Und bam. So. Interessantes Setup auch. Interessantes Setup von der Mission. Wirklich. Nicht überfahren! Danke. Wie Energieniveau kritisch. Hä? Okay. Warum? So, jetzt. Sehr gut. Oh ja, verbrennt euch selber. Ich hab da nichts gegen, Leute. Aua. Danke, du Sack. So, dann nochmal eine Energie. Dann brauche ich noch ein Radar. Das haben wir hier. Und ja, genau. Dann können wir vielleicht gleich sogar Raketenwerfer bauen, ne? Bin ich gleich mal gespannt. Wenn ja, dann wäre das mega geil. Tatsächlich, ja. Das wäre wirklich mega geil. Die werde ich dann nämlich auch bauen. Und? Nee, Werkstatt noch? Wird gebaut. Ansonsten habe ich nur Wachtürme, bitte was? Keine Raketentürme. Na ja, gut, ich weiß, ist noch relativ früh. Ach, wir hätten auch hier unten eine Basis aufbauen können, aber da ist das Tiberium dann doch zu weit weg. Da kommt er schon wieder mit so einem Hubschrauber. Ne. Nix da, Kollege. Nix da. So. Nö. Wir kriegen keine guten Einheiten. Okay. Da muss ich tatsächlich mit dieser Art von Einheit klarkommen. Ach ja. Schade eigentlich. Also beziehungsweise wir kriegen keine guten Verteidigungseinheiten. In Ordnung. Hallo Shelly. Bestätigt. Naja. Okay. Und oh. Gut, liebe Leute. Ich sehe gerade, dass die Folge voll ist.
Dann, liebe Leute, würde ich mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten und erzählt gerne weiter den Kanal. Würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Und ja. Und Leute, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.